Chillig. Ich könnte den ganzen Tag hier am Kaffee sitzen und dieser Musik zuhören. Und jetzt erstmal kurz ausreden. Ausreden lassen die Gute, dann ruhen wir uns aus. Yeah, wenn du mal nicht weiter weißt, hör dich einfach um. Manchmal führt ein gutes Gerücht einen wieder auf den richtigen Weg. Achso, und erstmal herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Cassette Beast. So, hi. Bonjour. Bonjour. Wir sehen hier nur selten neue Gesichter. Besonders keine so ansehnlichen wie deins. Ich bin Clemens. Och, danke schön. Ich bin Clemens. Und dieses feine Essen. Es ist das Kaffee-Grammophon. Was soll ich sagen? Ich habe viele Schallplatten und mache den besten Kaffee. Viel Konkurrenz gibt es nicht. Bitte, du kannst mir gerne Fragen stellen. Ich habe es nicht eilig. Was steht auf der Karte? Oh, geil. Oh. Okay, verstehe. Damit bezahlen wir. Also Holz haben wir ja genug. Aber einfache Kassetten hätte ich gern. Ich würde schon gerne versuchen. Au revoir. Bonjour. Ich würde schon gerne versuchen, alles zu fangen irgendwie. Das Kaffee-Grammophon. Oui. Also als ich nach Hafenstadt kam, schrien die Leute hier förmlich nach einem stylischen Ort zum Treffen. Und den habe ich ihnen gegeben. Wenn nicht ich, wer dann? In der Stadt gab es ein Grammophon, eine alte Maschine zum Abspielen von Schallplatten. Also machte ich daraus das Herzstück dieses neuen Ladens. Dann meinten die Leute, Clemens, du hast den Grammophon, aber keine Musik. Tja, eines Tages haben die Rancher dann einen Ort voller interaktiven Schallplatten gefunden und sie mir gebracht. Sie sagten, wir haben zwar die Schallplatten, aber sie sind für moderne Plattenspieler. Auf diesem Grammophon kann man sie nicht abspielen. Ich sagte ihnen, dass sie still sein sollten. Ich repariere das Grammophon, auf dem wir mittlerweile Platten spielen können. Jetzt ist mein Kaffee stylisch und es gibt Musik. Alle sind glücklich. Ende. Bonjour, was kann ich für dich tun? Wie bist du hierher gekommen? Ich bin abgestürzt. Im Meer gelandet. Wurde hier angespült vor ungefähr 10 Jahren oder so. Mir fehlen Motorräder. Wie machst du deinen Kaffee? Ich habe eine besondere Methode. Und die Pipers bauen meine Kaffeebohnen auf ihrer Farm an. Ist noch eine gute Übereinkunft. Picasso, etc. bla bla bla. Au revoir! Au revoir! Okay. So, wir haben ein paar Kassetten. Hey! Hey! Ich sag das nicht nochmal! Hafenstadt wird euch Blutsauger nicht zum Opfer fallen! So unreasonable. Ah, wie unvernünftig. Kriecht zurück in die Dunkelheit, aus der ihr gekommen seid, sonst müsst ihr an mir vorbei. Ich habe schon früher gegen euch gekämpft und gewonnen. Wollt ihr eine Demonstration? Oh, wir gehen erstmal. Aber irgendwann werdet ihr verstehen, dass wir wissen, was am besten für euch ist. Ja! Yeah. Sagt euren Freunden, dass hier diese Stadt von Eugen beschützt wird. Sagen sie Bescheid, wenn diese Widerlinge sie wieder belästigen. Und was immer sie auch tun, laden sie nicht in ihr Haus rein. Das wollen sie nämlich. Das werde ich mir merken. Danke, dass sie eingegriffen haben, junger Mann. Hey. Oh, hey. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Name ist Eugene. Ich bin Eugene. Was du bestimmt schon weißt, da ich diesen Typen zugebrüllt habe. Ich bin Stoko. Immer schön, hier neue Gesichter zu sehen, Stoko. Was waren das für Leute? Ja, ich will dir die Einzelheiten ersparen, aber sie gehören nicht in diese Welt. Sagen wir es so, nicht alle Monster auf Neuviral sehen aus wie Maskottchen von Frühstücksflocken. Wie auch immer, ich muss sie im Auge behalten. Ich darf nicht riskieren, dass sie ihre Zähne in die guten Leute von Hafenstadt schlagen. Kann ich helfen?
Wenn du dir deine Hände schmutzig machen willst, würde ich mich über Hilfe freuen. Triff mich an diesem Ort. Wenn du da bist, erkläre ich dir alles genau. Okay. Aber mach dich auf es gefasst, es könnte ziemlich unschön werden. Okay, mein Guter. Wir werden uns nachher sehen. Jetzt möchte ich aber erstmal... Hi. Hey. Hey, könntest du mir vielleicht helfen? Ich habe lang versprochen, hier im Ortsschild aufzustellen. Irgendwas, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Ich habe mich nur beim Holz verschätzt. Könntest du mir vielleicht welches besorgen? Das wäre meine Rettung. Thanks. Oh, wirklich? Danke. Melde dich, wenn du was Material hast. 300 Holz! Oh. Ich hoffe, du weißt schon, dass ich damit bezahle. Nein, geh weg. Ich will in den Park. Ah, die Katze will ich. Sprungfeder. So, einmal aufnehmen. Und dann einmal ordentlich Prügel einstecken lassen. Das kriegst du wieder. Nein! Zurückgeschreckt! Nein, das ist doch blöd! Ach cool. Doch, wir haben Sprungfeder. Sprungfedern haben Spaß daran, sich nachts irgendwo zu verstecken und dann hervorzuspringen, um ihre Opfer zu überraschen. Ihre Flügel stellen sie offenbar aus alter, abgelegener Kleidung her. Ja, ein kleiner Nahkämpfer ist der Gute. So, aber jetzt kriegt ihr natürlich hier es mit uns zu tun. Kuckuck! Boah, das gibt's doch nicht, hä? Halt, warte mal. Ja, hol mal den hier. Bam. Boah, es ist so unheimlich schwül heute. Boah, ich fließ so richtig weg auf dem Stuhl. Schocken! Geil. Das war cool. Mist. Hier komme ich nicht vorbei. Hier können wir doch jetzt auch weiter, wa? Jo. Hier liegt ein umgefallenes Tor. Bin ich wieder in Hafenstadt, okay. Ey, hör doch auf damit. Ich will das auch. Wie machst du das? Was war denn das? Warum? Oha. Starkes Kerlchen. Wie es mir scheint. Oh, was ist das? Muss ich das da drauflegen? Ne, passiert nicht. Gut. Okay, dann gehen wir hier hoch. So. Und mein Hund. Mein Hund wufft wieder. Okay. Bin gleich zurück. So, wieder alles in Lot und jetzt schnappen wir uns diese. Hey, you. Hey, du. Ihr habt doch normalerweise gar nicht den Mumm, euch so nah an unsere Außenposten heranzuwagen. Verschwinde einfach, solange das Gespräch noch zivilisiert verläuft. Du bewegst dich nicht. Dann muss ich mir wohl die Hände schmutzig machen. Sie hat nicht ohne Grund das Sagen, hm? Was war das? Das war ja krass. Komm her hier.
Drahtknappe. Ah, den schnappen wir uns mal. Ah. Oha. Oha. Ausspucken. Einfache Kassette benutzen bei Drahtknappe. Recording. Schärfen? Was schärfst du? Got it. Geil! Drahtknappe. Der gemeine Drahtknappe zieht oftmals über die Ebenen von Neuviral, um Gegner für Kämpfe zu suchen. Trotz seines niedlichen Erscheinungsbilds ist er ein passionierter Krieger, getrieben von einem angeborenen Wunsch nach Vervollkommnung. Es reicht doch zu, wenn ich alle einmal aufnehme, oder? Okay, der ist ziemlich... ich sag mal ziemlich neutral, der Junge. Wenn eine Gruppe voll ist, werden aufgenommene Kassetten in ein spezielles Fach in deinem Rucksack aufbewahrt, um an einem Lagerfeuer oder im Café kannst du auf diese Kassette zugreifen und sie aus deiner Gruppe entfernen oder in die Gruppe verwenden. Aufbewahrte Kassetten, die du nicht mehr brauchst, kannst du verwerten, um Ressourcen und Sticker zu erhalten. Aber warum sollte ich die Kassetten verwerten? Elementarwall. Statuseffekt noch für 20% der TP, um einen Wall zu erzeugen, der 3 Runden lang bis zu 3 Treffern absorbiert. Schön. Oh, Plastik haben wir bekommen. Sehr gut. Da ist ein Schalter. Bulum. Aber ich höre erst über die Kiste. Ratzfratz, ungewöhnlich. Trifft ein Ziel, hat Priorität vor anderen Aktionen. 10% kritisch Schaden pro leeren Platz. Cool. Plastik? Holz? Laut Aufschrift kann man sie im Toaster erhitzen. Diese seltsame Promo-Kassette war früher in Verpackung von Frühstücksgebäck enthalten, bis es aufgrund der zwangsläufig auftretenden verbrannten Handflächen und Wohnungsbränden zu einer Fülle von Beschwerden kam. Hat seine sehr hohe Effizienz beim Aufnehmen von Monstern des Feuertyps. Ah, okay. Cool. Und du so? Okay. Weißt du, was schneller als laufen ist? Eine Schnellreise. Dazu musst du nur Start drücken, um eine Karte zu öffnen. Bewege danach den Zeiger auf eins der Felder, zu denen du reisen kannst, und drücke A. Du kannst auch schnell reisen, um aus einem Kampf zu entkommen, bei dem du für eine Flucht zu langsam bist. Dafür musst du zwar einige Gegenstände zurücklassen, aber es könnte dir das Leben retten. Okay, danke. Motten? Ganz schön viele Motten. Der Immobilienwert in der Nähe des Parks ist enorm hoch. Oh. Makler. Okay. Na dann kriegt er erstmal hier voll auf die Nase. Bam. So, hier werde ich mal wechseln und zwar... eine Sprungfeder? Bonbon-Teufel. Bonbon-Teufel hat schon Herzchen. Aber die Verkehrskrabbe hat noch gar nichts. Wir nehmen mal die Verkehrskrabbe. Klaps. Oh, meine Kassette ist kaputt.
Meine Serenade. Entzünden. Warum gehen die denn immer auf die? Und Schallknall. Oh, jetzt ist aber gut hier. Oh, schön. Die Kriminalitätsrate ist auch enorm hoch. Muss meine Kassetten reparieren. Ich kann den nicht öffnen, warum? Right. Genau das, was wir gesucht haben, jemanden zu besiegen, um uns bei der Ranger beweisen zu können. Ach, kommt echt? Oh nee. Verdammt. Aber Gift in Gift, das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber ich habe nichts anderes, verdammt. Erhöht den Nahkampfangriff des Benutzers, okay. Das machen wir mal und ausweichen. Ja. Boah, das gibt's nicht. Warum alle die? Ist er doch mega kacke, ey. Giftstreich, so, jetzt machen wir hier mal fertig. Was ist denn, wenn ich den Mensch komplett mit runterhaue? Auf Neuviral zu finden, ne. Gifte sind oftmals brennbar und können mit einem Angriff des Feuertyps entzündet werden. Verbrannte Charaktere allein am Ende ihrer Runde schaden. Ach was. Ach, die ist ja auch schon gleich kaputt, die Kassette. Ich werde mal wechseln. Ach, wisst du was? Nö. Halt. Entzünden. So. Oh, oh. Wir haben gesiegt und sind Stufe 12. Luftwall. Schön. Achso. Ausweichen, okay. Dann mache ich eigentlich was vor. Ich bin nicht gut genug für die Ranger. Ich auch klein nicht mehr. Ich brauche jetzt erstmal wirklich dringendst. Lagerfeuer. Die wollen alle kämpfen. Nee, das ist... Ach ja. Geh weg. Komm doch jetzt nicht zu mir! Nee, lass mal den Stein hier stehen, bitte. Haben wir hier noch irgendwas zum Draufschlingen? Irgendwie noch ein Stein? Ja, gehen wir erstmal Lagerfeuer.
wie gefällt es dir, im Freien zu übernachten? Ich zelte für mein Leben gern. Tatsächlich mache ich das gerne. Wenn das Zelt stimmt und die Atmosphäre draußen ist, ist das voll geil. Brilliant! Ausgezeichnet! Dann hast du Glück. Im Neuwerai gibt es nämlich keine Hotels, also wirst du wahrscheinlich auf dem Zelt schlafen. Deine beschädigten Kassetten wurden repariert. Na Gott sei Dank. Achso, warte mal, ich wollte mal Kassettensammlung anschauen. Drahtkappe. Ich würde so gerne... Nein. Ich würde so gerne eine Gruppe hinzufügen. Oder muss ich... Ah, warte mal, ich glaube, ich muss das so machen. Sprungfeder. Kann raus. So, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich zwei von denen, okay. Zweimal Wind. Habe ich auch wenig Lust da drauf. Kassette ansehen. Fernangriff. Gut, denn. Aber wenn ich die jetzt rausnehme. So, passiert denn irgendwas? Nö, ne? So, Kassettensammlung. Drahtkappe. Das ist auch wieder Typ normal. Das ist ja auch blöd. Na gut. Kassette wechseln. Gehen wir mal auf ihn hier. Ansehen. Fähigkeiten. Okay. Das ist aktuelle Fähigkeit ist wirklich nur gleiten. Und der bekämpfen wir. Ja, will er. Möge das Licht von Anführer Dorian dir den Weg weisen. Kultist. Wow. Ja, machen wir Klaps weiter und spucken. Halt's ab, ey. Ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen trainieren hier. Klaps ist aber auch eine blöde Fähigkeit, muss ich sagen, wenn die so auf Fernangriff ist. Schon wieder bald erledigt. Oh. Fertig! So, da hat Drahtkappe. Drahtknappe. Ach so. Schon mal den ersten Angriff gelernt. Maschinen. Oh, sieht zumindest aus wie Maschinen. Tritt ein Ziel. Ziel ist es, Glas- und Metalltyps Resonanz zu. Der Weg wurde beleuchtet, beschreite ihn. Irgendwie ein andermal drüber, okay? Nein, jetzt! Besten Dank.
Höhle im Park von Neuviral. Ich glaube, die Stadtbewohner haben hier früher Sachen abgebaut. Okay. Ich krieg das nicht weg, wa? Nein. Was ist denn das da oben für einer? Der ist ja lustig. Oh nee, die sind so stark. Oh toll, der benutzt Zielwasser und ich benutze Ausweichen. Sehr gut. Gift mal wieder in Brand setzen, ne? Können wir jetzt fusionieren? Ja, cool. Zünde das Ziel. Charakter mit Abwehr wirft Schaden vom nächsten erlittenen Nahkampf auf den Angreifer zurück. Okay, das ist sehr krass. Er fusioniert jetzt schon. Multiklaps. Aber was mich halt jetzt interessiert. Gruppe. Warte mal, ich gehe jetzt mal hier. Kassette ansehen. Werden die stärker oder nicht? Oder nur, wenn bei denen die Sterne steigen? 137, ja, das geht. Ah, jetzt ist die Kiste grün. Jetzt könnten wir irgendwie ran, aber ich komme da nicht ran. Ich will da hoch. Besten Dank. Ja, okay, wir können die Höhle doch weiter erkunden. Aber es ist ja auch schon wieder Zeit, wa? Es ist schon wieder eine Stunde, das wollte ich natürlich nicht. Ein Terrakocher! Ich werd verrückt. Wie cool ist das denn? So, Klaps. Und Hilferuf. Probieren wir es mal. Wo? Spuck. Jawoll, guter Kerl. Ach, kritisch. Die Spitze eines Angriffs des Metalltyps durchdringt ein Ziel des Erdtyps wie eine Schaufel und senkt seine allgemeine Abwehr. Oh, okay. Oh, ich bin verbrannt. So, dann machen wir einmal beißen. Sie sollte am besten aufnehmen. Recording. Boah, geil. Die Attacke war sehr gut. Und hat's geklappt. Ja. Wir haben Terrakocher. Geilo!
Terrakocher sind ehrgeizige Köche, die versuchen mit den Zutaten, die sie in ihren unterirdischen Höhlenhabitaten finden, etwas zum Essen zu zaubern. Die meisten ihrer Rezepte behalten daher leider Flechte, Moos oder so wie Flechte als auch Moos. Ah, cool. Cool. Finde ich gut. Kleinen Level erreicht, glühende Kohlen, sehr gut. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Denn die Höhle ist ja höchst interessant. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Entschuldigt, dass es wieder so lange wurde. Aber müssen wir mal machen. Ist halt so spannend. Und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann lieben gerne ein Däumchen da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch gerne ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis dann, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye, bye.